Wie du es schaffen kannst, abzunehmen, obwohl du sehr regelmäßige und viele Geschäftsreisen hast. In den nächsten Minuten gibt es die Antwort darauf, also bleib unbedingt bis zum Ende dran und viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian Steude und ich möchte heute gerne mal mit dir über das Thema Geschäftsreisen und körperliche Fitness bzw. Abnehmen und Ernährung sprechen. Das sind so diese zwei Punkte, die bei ganz, ganz vielen Leuten nicht zusammenpassen. Das heißt, sie haben immer Probleme damit, dass wenn sie viel unterwegs sind, viel auf Geschäftsreise sind, immer der Körper außer Form gerät, dass sie ihre Ernährung vernachlässigen, wenig Sport treiben und dass sich das dadurch hier am Bauch immer direkt bemerkbar macht. Und darüber möchte ich jetzt mit dir gern reden. Denn erstmal ganz grundsätzlich, es ist völlig egal, ob du viele Geschäftsreisen hast und viel unterwegs bist und schlank, fit oder eben unfit und eher übergewichtig bist. Das hat keine Korrelation. Du musst einfach nur wissen und verstehen, worauf du achten musst und was eben zu tun ist, wenn du viel unterwegs bist, wenn du viele Geschäftsreisen hast, damit du eben nicht außer Form gerätst und nicht dein Bauchumfang darunter leidet. Und genau darüber möchte ich jetzt gerne mit dir reden. Viele Geschäftsleute waren früher schlank, waren früher sportlich und hatten überhaupt nie Probleme mit dem Gewicht. Und das lief immer von ganz allein. Sie konnten früher auch nahezu alles essen und trotzdem hatten sie eine super Figur. Und erst mit den Jahren, als eben die Arbeit mehr wurde, die Bewegung weniger wurde und der Stress auch mehr wurde, mehr Geschäftsreisen zustande kamen, hat dann nach und nach das alles so ein bisschen sich gedreht. Der Stoffwechsel ist ein bisschen langsamer geworden und alle sind so nach und nach ein bisschen träger geworden und haben immer mehr ein bisschen zugenommen und sind so über die Jahre außer Form geraten einfach, was ja auch normal ist, wenn man älter wird. So, das Ding ist aber, dass sie es am Anfang eben so leicht hatten, dass es einfach wie von allein funktioniert hat und über die Jahre das dann eben sich ein bisschen gewandelt hat. Und jetzt ist es vielleicht die Situation, in der du auch bist, dass es eben nicht mehr so einfach funktioniert, dass du jeden Abend einfach alles essen kannst und auch hier und da mal ein bisschen Schokolade und noch ein Bier zu dir nimmst und aber trotzdem immer wieder schlank bleibst. Es kann sein, dass sich das jetzt eben auf der Waage dann doch bemerkbar macht irgendwann. Und das ist so dieses Problem, dass jetzt viele dadurch denken, okay, ich muss jetzt ganz viel Salat essen, ich muss jetzt ganz viel Wasser trinken und mich überall einfach quälen und verzichten, um in Form bleiben zu können. Ich muss immer frisch kochen, ich muss immer ganz viel Gemüse essen, um eben schlank zu bleiben oder wieder schlank zu werden. Und das ist erstmal so dieser erste große Fehlglaube oder Irrglaube. Und der zweite große Irrglaube ist, dass viele denken, sie müssen jetzt extrem viel Sport treiben. Weil es eben früher alles so easy ging und einfach funktioniert hat und sie immer schlank waren und da vielleicht auch viel Sport getrieben haben, denken sie jetzt, okay, um das jetzt alles wieder runterzubekommen oder um schlank zu bleiben, muss ich jetzt mindestens 3-4 Mal pro Woche Sport machen, ich muss joggen gehen, ich muss ins Fitnessstudio. Und das ist auch nicht wahr. So, das sind diese zwei ganz, ganz großen, wichtigen Punkte, die du hier jetzt auf jeden Fall schon erstmal mitnehmen darfst aus dem Video, dass es nicht über Verzicht geht, dass es nicht bedeutet, dass du den ganzen Tag frisch kochen musst und dass du nie mehr irgendwie in Gaststätten gehen darfst oder solltest. Und dass du vor allem auch nicht 3-5 Mal pro Woche Sport treiben musst, um fit und schlank zu sein. So, das ist erstmal ganz wichtig, dass du das verstehst. Denn das, worauf es wirklich ankommt, wenn du schlank sein willst und fit sein willst, trotz der vielen Geschäftsreisen, ist erstens dein Kalorienbedarf. Das heißt, so wie du als Mensch bist, so wie dein Stoffwechsel arbeitet, so sehr oder viel, wie du dich bewegst und so viel und hart, wie du denkst und arbeitest, das kostet Energie und daraus resultiert dein individueller persönlicher Kalorienbedarf. Den musst du erstmal kennen, denn nur wenn du deinen Kalorienbedarf einhältst und gleichbleibend eben deines Bedarfes dich auch ernährst, wirst du dein Gewicht halten. Wenn du weniger isst, wirst du abnehmen und wenn du mehr isst, wirst du zunehmen. So, das ist die erste ganz, ganz wichtige Regel, die du unbedingt, wenn du viele Geschäftsreisen hast, verinnerlichen darfst. Kenne deinen Kalorienbedarf. Wisse, was dein Körper an Kalorien verbrennt, auch eben wenn du viel unterwegs bist und jetzt nicht so viel Sport machst und nur geistig arbeitest, wisse unbedingt, wie viel Kalorien das für dich bedeutet und dein Körper und dein Stoffwechsel. Und Punkt Nummer zwei, der auch extrem wichtig ist, die Nährstoffverteilung. Denn Kalorien sind nicht gleich Kalorien, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es macht natürlich einen Unterschied, was du isst. Du kannst dir vorstellen, ob du jetzt den ganzen Tag eben Gemüse und Wasser und Tee und irgendwelche ganz gesunden Dinge zu dir nimmst, Körner und Nüsse und keine Ahnung, das alles. Oder ob du eben den ganzen Tag
Bier trinkst, Schokolade isst, Pizza isst und diese ganzen ungesunden Dinge zu dir nimmst, macht natürlich einen immensen Unterschied. So, das heißt, nicht nur die Kalorien, sondern auch die Nährstoffe, also die Bausteine, aus denen die Kalorien sozusagen resultieren, die sind auch immens wichtig. Also es kommt auch darauf an, was du isst. Und da gibt es nur drei Nährstoffe. Es sind einmal die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße, aus denen unser Körper Energie gewinnt. Es gibt nur diese drei Nährstoffe. Und die Verteilung dieser ist auch extrem wichtig. So, und insbesondere, wenn du eben jetzt viel auf Geschäftsreise bist und ständig irgendwo an Tankstellen oder am Flughafen oder in irgendwelchen Gaststätten im Hotel essen musst, musst du umso mehr wissen, was ist in den Lebensmitteln drin, was sind diese drei Nährstoffe. Wenn du dir jetzt hier dein Fischfilet mit Kartoffeln und Spargel oder Brokkoli oder irgendwelchem anderen Gemüse bestellst, dann musst du einfach nur verstehen, was sind da für Nährstoffe drin, wie viel Kalorien haben diese Nährstoffe und wie viel kann ich über den Tag davon essen, damit ich eben meinen Bedarf decke, nicht in den Überschuss komme, vielleicht tendenziell sogar leicht im Defizit bin. Und wenn du das verstehst, verinnerlichst und auch einhältst immer wieder und das richtig machst, dann kannst du 365 Tage im Jahr durch die ganze Welt fliegen, du kannst den ganzen Tag im Auto sitzen, du kannst jeden Abend in der Gaststätte essen, es ist völlig egal. Du kannst trotzdem schlank und fit sein. Ich habe persönlich auch ganz, ganz viele Reisen hinter mir, ich habe ganz viele Geschäftsreisen hinter mir, ich habe wochenlang in Gaststätten gegessen, in Hotels geschlafen. Ich habe trotzdem immer meine Fitness behalten, ich habe immer meinen Körperfettanteil behalten und ich war immer schlank und fit, einfach weil ich wusste, worauf kommt es jetzt an? Ich habe dieses Verständnis dahinter einfach erlangt über die Jahre, dass ich weiß, was ist jetzt in diesem Thunfisch drin, was ist jetzt in dieser Kartoffel drin, was ist jetzt in diesen Nudeln drin und wie kann ich das jetzt meinem Kalorienbedarf zuführen sozusagen und so, dass ich am Ende trotzdem eben meinem Körper genau das gebe, was er braucht. Und das ist so dieses Kernproblem bei Geschäftsreisen, dass du dieses Bewusstsein dahinter wahrscheinlich nicht hast. Du isst einfach irgendwas, guckst, dass es relativ gesund ist, aber haust dir dabei vielleicht schon einmal zu viele Kalorien rein. So, das heißt, du hast nicht das Gefühl, wie viel in Kalorienmenge ist das jetzt. Und du hast keine Ahnung von der Makronährstoffverteilung. Das heißt, du weißt nicht, welches Verhältnis habe ich jetzt in Form von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Du weißt gar nicht, was in den Lebensmitteln drin ist. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Thunfisch und dem Lachs? So, der Thunfisch, der hat die Hälfte der Kalorien des Lachs, weil der nur Eiweiß beinhaltet und kein Fett. So, was ist der Unterschied, wenn du Nudeln in der Gaststätte bestellst, zwischen Nudeln mit Tomatensoße und Nudeln mit einem Pesto zum Beispiel? Allein die Tomatensoße hat nur ein Drittel der Kalorien des Pesto. So, es sind beides Nudeln mit eben irgendeinem Geschmack, mit einer Soße dazu, aber der kalorische Unterschied und die Nährstoffe dahinter sind komplett anders, obwohl du erstmal nur Nudeln bestellt hast. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du viele Geschäftsreisen hast, dass du das verinnerlichst, dass du das verstehst. Wie viele Kalorien stecken da drin, was für Nährstoffe stecken da drin. Und du solltest dich daran orientieren, immer ungefähr ein Drittel aller Nährstoffe zuzuführen. Das heißt, mindestens 33% Eiweiß von den Gesamtkalorien gerechnet, mindestens 33% Fett und die restlichen 33% deckst du über die Kohlenhydrate. So, und wenn du das verinnerlichst, wirst du massive Fortschritte machen. Denn dann kannst du ganz entspannt über deinen Kalorienbedarf regeln, ob du jetzt dein Gewicht halten willst, ob du jetzt abnehmen möchtest oder ob du vielleicht sogar zunehmen möchtest, was ich jetzt mal nicht denke. Aber du kannst es einfach regulieren. Du kannst einfach eben über die Kalorienzufuhr entsprechend regulieren. Möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen runter vom Gewicht, ein bisschen Fett verbrennen oder möchte ich es jetzt einfach halten, weil ich mich gerade wohlfühle. Und da hat der Sport erstmal überhaupt gar keine Relevanz. Und selbst wenn du auf Geschäftsreise bist, gibt es immer in einem Hotel irgendein kleines Studio, wo du aufs Laufband kannst. Draußen laufen geht auch immer. Oder eben ein paar Übungen in dem Hotel-Fitnessstudio machen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Beziehungsweise immer in jeder Stadt, in jedem Fitnessstudio kannst du ein Probetraining machen. Also Sport kannst du komplett ausklammern. Der ist völlig irrelevant. Und wenn du den machen möchtest und die Zeit dafür hast, ist es auch überhaupt gar kein Problem, den zu machen. Auch auf Geschäftsreise nicht. Das einzige Ding, worauf es wirklich ankommt, ist nur die Ernährung. Und da den Kalorienbedarf zu checken und die Nährstoffinhalte der Lebensmittel zu checken. Und wenn du dich an diesen Drittelregelungen orientierst, wie gesagt, dann wird es wirklich leicht und dann wirst du auf jeder Geschäftsreise trotzdem immer was Leckeres essen können. Du kannst an jeder Tankstelle was finden, du kannst immer und überall dir trotzdem auch leckeres Essen holen, weil der Tag ja 24 Stunden hat. Du isst ja nicht nur eine Mahlzeit pro Tag. Es muss ja nicht jede Mahlzeit on point sein.
wenn mal eine Mahlzeit nicht so perfekt von dem Nährstoffverhältnis war, dann achtest du eben zum Abendessen dann ein bisschen mehr drauf, wenn es Mittag jetzt vielleicht mal irgendwie eine Pizza gab. So ist ja überhaupt gar kein Problem. Du musst es nur verstehen. Das ist wichtig, dass du dir das jetzt hier aus dem Video mitnimmst. Und wenn du da noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, wenn du verstehen möchtest, wie kannst du das lernen, wie kriegst du dieses Bewusstsein rein, was dein Körper an Kalorien braucht und wie du auch diese Nährstoffe aus den Lebensmitteln dementsprechend dir zuführen kannst, dass es für dich und deinen Körper richtig passt, dann kannst du dich gerne nochmal bei mir melden. Geh auf meine Website unter www.steude-sebastian.de. Dort kannst du dich für eine kostenlose Stoffwechselanalyse eintragen und dann kann ich dir mal ganz im Detail 60 Minuten lang erklären, wie viele Kalorien du in etwa brauchen wirst und mit welcher Nährstoffzufuhr du da am besten arbeiten solltest und was in welchen Lebensmitteln wo am besten vorhanden ist und drin ist. Also melde dich gern bei mir. Vielen Dank, dass du bis hier mit dabei warst. Wenn dir das gefallen hat, abonniere auch sehr gern meinen Kanal, dass du weitere Videos wie dieses hier vorgeschlagen bekommst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, dein Sebastian. Ciao, ciao.